Evgeny Finkelstein ist ein Virtuose auf seinem Instrument. Nicht ohne Grund tritt er mit Solokonzerten im renommierten Saal des Moskauer Konservatoriums auf, in Petersburg im großen Saal der Kapelle, in Wien im Konzerthaus und in vielen weiteren Städten Russlands und Europas. Musikalische Ausdruckskraft und Wärme kennzeichnen sein Spiel. Evgeny Finkelstein ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Bereits als Kind erlernte er das Gitarrenspiel. Eigentlich wollte der Russe Rockmusiker werden, doch der Weg dahin führte ihn über die klassische Gitarre, an der sein Herzblut hängt. Der Musiker studierte an der Moskauer Musikhochschule und wurde bereits mit 22 Jahren nach seinem abgeschlossenen Studium mit einem Lehrauftrag für Gitarre an der Staatlichen Musikakademie in Moskau betraut. Kritiker rühmen Finkelsteins Gitarrenspiel als die edelste russische Kunst. Das erklärte uns jedenfalls Natalia Gebhardt in ihrer Übersetzung. Вырос в семье не музыкантов. У нас ни мама, ни папа, ни дедушка, ни бабушка, никто. In unserer Familie gab es keine Musiker. Mein Vater war ein Mathematiker, meine Mutter war eine Übersetzerin und nicht mein Großvater und nicht meine Oma, niemand hat mit der Musik zu tun gehabt. Aber ich wollte unbedingt spielen und ich bin meiner Mutter sehr dankbar. Sie hat mich immer unterstützt, unterstützt mich auch jetzt und so bin ich ein Musiker geworden. Такого пути весьма осторожен. Und eindringlich lässt Evgeny Finkelstein seine Variationen über russische Volkslieder erklingen. Die Werke von Johann Sebastian Bach beispielsweise sind vom Gitarristen für die klassische Gitarre bearbeitet worden. Ungewöhnliche Klangschönheit und Feinheit hinterlassen einen unvergesslichen Eindruck bei seinem Publikum. Hier zu hören Musik von Stepan Rack.
музыка Степана Рака. Was die Musik von Stepan Rack anbelangt. Который, кстати, родился на Украине, то есть в бывшем Советском Союзе. Der ist interessanterweise in Ukraine geboren ist. Das ist Ukraine, das war früher die Sowjetunion. Мне очень нравится своей теплотой. Mir gefallen seine Werke durch ihre Wärme. И Stepan Rack, в нем чувствуется вот такая какая-то позитивность. И in den Werken von Stepan Rack fühlt man diese das Positive. Яркость. И sehr so helle Farben. И это находит отражение и в самой пьесе, и в его музыке. Das fühlt man in seiner Musik. Вот. И потому и захотелось сыграть. Und darum möchte ich so diese Werke spielen. Beim Spielen schließt der Musiker seine Augen. So könne er sich ganz auf die Musik einlassen und vergesse alles Störende um sich herum. Was die Musik von Никиты Кошкин anbelangt. Мне посчастливилось быть современником и ich bin Zeitgenosse von diesem russischen Komponisten. И соотечественником этого выдающегося Es ist ein herausragender Komponist, russischer Komponist. И также посчастливилось быть его учеником в музыкальном училище. So, und als ich an dem musikalischen College studiert habe, so hatte ich Glück gehabt, bei ihm zu studieren. И поэтому я с большим удовольствием Und ich spiele sehr gerne seine Werke. Bei seinen Auftritten in unserer Region kamen die Zuhörer auch in den Genuss der Werke des italienischen Komponisten Giovanni Zamboni. Nicht nur in seiner Heimat, in Russland, fördert Evgeny Finkelstein die Ausbildung an der klassischen Gitarre. Er gibt Meisterkurse im In- und Ausland. Ein Künstler, der sich mit Herz und Seele der klassischen Gitarrenmusik verschrieben hat.